Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten und heute zeige ich euch einen Zuschauerwunsch und das liegt daran, dass mir dieses Wochenende nicht so viel einfällt, was ich denn programmieren soll und da trifft es sich ganz gut, dass der liebe Sandro Capellen oder wer auch immer das ist, mir einen Vorschlag geschrieben hat, den ich gar nicht mal so schlecht finde und zwar schlägt er vor, dass wir mehrere Sätze in einen Textview eingeben können und dann können wir, wenn wir auf einen Button drücken, Texte zufällig anzeigen, die wir dort eingegeben haben. Das würde ich heute programmieren. Hier habe ich auch schon mal die App vorbereitet, die wir heute programmieren werden. Hier kann man Texte eingeben und dann werden hier unten zufällig angezeigt. Hier habe ich jetzt schon mal einige Texte eingegeben. Verschiedene Handyhersteller. Kann ich natürlich auch noch mehr eingeben. Jetzt kann ich hier noch zum Beispiel Android Pro eingeben und noch, keine Ahnung, irgendwas anderes. Auch noch, ist ja auch total egal. Dann können wir auf jeden Fall hier auf diesen Button drücken und dann wird aus allen Texten, die wir dort eingegeben haben, immer einer zufällig angezeigt. Das werden wir heute programmieren und dazu gehen wir natürlich wie immer zuerst in Android Studio, wo ich schon ein leeres Projekt vorbereitet habe, an dem ich natürlich noch nichts verändert habe. Hier müssen wir jetzt als allererstes mal das Layout machen und klar kommen hier vier Elemente rein, und zwar ein Edit Text, hier ein ganz normales, kommt hier oben rein, können wir auf volle Breite machen und dann brauchen wir natürlich einen Button, um das Ganze dann der Liste hinzuzufügen oder der Arraylist, wie ihr nachher sehen werdet. Dann brauchen wir als nächstes noch einen zweiten Button, um das Ganze dann wieder anzuzeigen, also zufällig natürlich, den wir auch auf volle Breite machen. Und dann brauchen wir als letztes natürlich noch ein Textview, und zwar einen Medium Text. Nehme ich hier einfach mal. Gut, jetzt müssen wir im Ganzen nur noch kurz die Namen ein bisschen ändern. Also jetzt bei den Buttons hier kann ich zum Beispiel Text übernehmen eingeben und bei dem zweiten Button, der ist ja dazu da, um den Text dann zufällig anzuzeigen, kann ich dann Text zufällig auswählen, angeben. Jetzt gucken wir noch kurz nach den ganzen IDs, das ist einmal Edit Text, hier einmal Button, dann der zweite Button heißt Button 2 und das Text heißt natürlich Text View. Von der ID her, das brauchen wir nämlich alles gleich hier in der Main Activity, wo wir das ganze Zeug jetzt erstmal mit dem XML-Code wieder verknüpfen müssen und suche hier natürlich noch das zu App Compat Activity ändern, wie das ja seit dem Update ist und leider immer noch nicht automatisch hier reinkommt. Dann müssen wir als nächstes hier mal uns Variablen erstellen, und zwar für Buttons brauchen wir welche, und zwar zwei, und zwar einmal einen übernehmen BTN, also den Button zum quasi indirekt speichern, und dann brauchen wir noch einen Button, um das Ganze wieder auszulesen. Auslesen BTN. Das können wir hier direkt mit einem Komma trennen. Dann haben wir direkt zwei Buttons in einer Zeile erstellt und müssen nicht da zwei Zeilen verschreiben. Als nächstes noch das Edit Text. Das kann ich einfach mal Edit Text nennen. Ist bei so einem kleinen Projekt ja auch total egal. Und dann noch ein Text View, wo wir den Text wieder ausgeben können. Das kann ich noch Text View nennen. Und dann haben wir unser Grundgerüst schon. Jetzt müssen wir noch kurz die ganzen Sachen mit dem XML-Code verknüpfen und den ganzen Käse. Einmal das Edit Text ist gleich in Klammern Edit Text von ViewById.id. Und die ID in dem Layout war ja Edit Text. Genau. Jetzt noch, was ist hier? Achso, klar, das muss hier klein geschrieben werden. Dann als nächstes noch das Text View ist gleich in Klammern Text View. Find view by dr.id. Text view war das ja im Layout. Jetzt noch die beiden Buttons am Ende. Übernehmen btn ist gleich in Klammern Button. Find view by dr.id. Button war ja der, um den Text quasi zu speichern, und der zweite war ja zum Auslesen, also Button 2. Dann noch den Auslesen-Button ist gleich ebenfalls Button, genau das gleiche Gerüst. FindViewByIDR.ID.Button 2 war das in unserem Layout. Jetzt müssen wir mit den Buttons noch arbeiten, und zwar müssen wir den noch kurz on Click-Listen hinzufügen, damit auch was passiert, und weil wir ja gleich zwei Buttons haben, bietet sich natürlich an, dass wir hier eine anonyme Anklick-Methode machen und nicht in jedem Button einen extra Anklick-Listener verpassen, sondern insgesamt nur einen. Dafür einfach übernehmen Button.set onClickListener, und hier schreiben wir es statt New onClickListener einfach das rein, und hier bei Auslesen Button das gleiche,
Set und klickt Listener. Das. Und dann müssen wir das noch kurz implementieren. Das wird ja schon über diese Autokorrektur angezeigt. Und dann kriegen wir gleich eine extra und Klick-Methode, wo dann für alle Buttons quasi ist. Die ist dann hier und hier müssen wir uns das wieder filtrieren, damit wir wissen, welcher Klick von welchem Button ausgelöst wurde, weil diese Methode wird immer ausgeführt, wenn auf irgendein Button mit und Klick-Listener geklickt wurde. Dafür brauchen wir einen Switch, wie es die meisten von euch wahrscheinlich auch wissen werden. V.getID, damit dann die ID des Buttons geholt wird. Und dann müssen wir überprüfen, welche das ist, und zwar mit zwei Cases. Es gibt ja zwei Buttons, und zwar erstmal R.ID.Button. Für den Abspeichern-Button müssen wir dann so mit geschwungenen Klammern machen. Und dann müssen wir noch ganz wichtig einen Break setzen, denn ansonsten wird, sobald das erste Case ausgeführt wird, sonst auch das zweite ausgeführt, was wir natürlich verhindern wollen. Das Case hier kann ich mir erst einmal kopieren, denn das ist beim zweiten Button genau gleich, nur die ID ist anders. Hier müssen wir natürlich noch Button 2 reinschreiben und dann passt das Ganze. Soweit unser Grundgerüst. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die auch wichtig sind. Und zwar wollen wir jetzt mehrere Texte abspeichern. Wie man hier sehen kann, immer wenn man was eingibt, wollen wir einer quasi Liste etwas hinzufügen. Und was bietet sich natürlich dafür an? Eine Arraylist natürlich. Deswegen sollten wir mal eine erstellen, eine Arraylist. Dann machen wir solche Klammern, solche... Wie heißen diese Klammern hier eigentlich? Schreibt es bitte mal in die Kommentare, ich weiß irgendwie echt nicht. Dann müssen wir String reinschreiben, damit wir wissen, dass diese ArrayList Strings speichern soll, also normale Texte. Die müssen wir jetzt nennen, zum Beispiel alle Texte ArrayList oder auch irgendwie anders. Die müssen wir jetzt noch kurz zuweisen, damit klar ist, dass das eine ArrayList ist, ist gleich New ArrayList. Ihr macht einfach ein Semikolon dahinter und damit wurde die erstellt. So, warum habe ich jetzt hier eigentlich kein ArrayString genommen? Also, dass man einfach String und dann zweieckige Klammern hinschreibt. Aus dem Grund, dass wir diese Liste vom Nutzer dauernd erweitern lassen wollen. Und das geht mit einem normalen String-Array mit diesen eckigen Klammern nicht. Denn die haben eine festgelegte Größe, eben so viel, wie man am Anfang dort eingibt. So viele Einträge, so viel hat die und man kann diese Liste dann nicht mehr erweitern. Mit einer ArrayList dagegen geht es problemlos und die ist auch eigentlich auch wesentlich besser zu handhaben, finde ich. Jetzt haben wir das Ganze und jetzt wollen wir, dass wenn auf den Button geklickt wird, auf den ersten, der Text von diesem EditText geholt wird und dieser ArrayList hinzugefügt wird. Und dafür machen wir hier alle Texte ArrayList.add und damit können wir dann einen Eintrag hinzufügen. Und zwar einen Text, und hier müssen wir uns jetzt den Text holen vom EditText, und zwar mit editText.getText.toString. Und dann holen wir den Text, fügen das dieser Liste hier hinzu, fertig. Jetzt will ich natürlich noch, dass da eben, sobald wir einen Text hier eingegeben haben und auf hinzufügen klicken, das Text wieder leer ist, weil das besser für den Nutzer ist und er es nicht jedes Mal selber daraus löschen muss. Deswegen schreiben wir hier einfach noch editText.setText.null. Und damit verschwindet der Text dann quasi. So, jetzt haben wir das Ganze der ArrayList schon hinzugefügt. Nun kommen wir dazu, wie können wir das jetzt random wieder auslesen, dass es nach dem Zufallsprinzip her etwas ausgesucht wird. Total zufällig. Und dafür wollen wir uns das jetzt random aussuchen. Dafür erstelle ich hier einfach mal einen neuen String. Random Text kann ich den nennen, ist gleich. Und dann wollen wir unsere ArrayList get und damit können wir dann quasi einen Eintrag, der in dieser Liste drin steckt, abrufen. Dann ist es so, wenn wir einen Eintrag hinzufügen, dann bekommt er automatisch die ID 0, wenn er als erstes hinzugefügt wurde. Wenn er als zweiten Eintrag hinzugefügt wurde, dann bekommt er die ID 1, als dritter Eintrag, der bekommt dann die ID 2 und so weiter und so fort eben. Das heißt, wir müssen dann hier eine Zahl reinschreiben, hier können wir zum Beispiel eine 2 reinschreiben und dann wird der zweite Eintrag geholt, dann kriegen wir den Text da zurück. Allerdings wollen wir nicht eine spezifische Zahl da rausholen, sondern wir wollen ja eine zufällige Zahl. Und da bietet sich natürlich an, dass wir schauen, wie viele Einträge hat denn die Liste, also das heißt, was ist die größte ID, die es gibt. Das wäre jetzt hier vielleicht 12 oder keine Ahnung, wie viele Einträge ich da genau eingegeben habe. Und dann wissen wir ja, wie viele Einträge das maximal hat und davon können wir dann eine Zufallszahl im Bereich von 0 bis zur Zahl der Einträge ziehen und das können wir ganz einfach mit einem Random machen. Dafür schreiben wir einfach hier New Random
und dann Punkt NextInt. Und hier können wir dann definieren, was die höchste Zahl sein soll. Also das heißt, das wird hier von 0 bis zu der Zahl, die wir hier eingetragen haben, ausgesucht. Das heißt, wir machen dann hier alle Texte Array.size und damit holen wir uns dann die Größe aller Einträge raus, also die größte ID, die es eben da drin gibt. Damit holen wir uns quasi das Random aus. Jetzt müssen wir es eigentlich nur noch dem Text-View setzen. Text-View.set, Text, Random, Text. Und dann ist es schon fast getan. Und zwar gibt es hier noch ein Problem. Und zwar sollten in dieser Einträge hier keine Einträge sein. Dann versucht er natürlich hier random irgendwas auszusuchen aus einer Liste, in der es keine Einträge gibt. Das kann natürlich nicht gut gehen. Deswegen müssen wir noch überprüfen, ob die Liste überhaupt voll ist. Und das machen wir mit einer ganz einfachen if-Abfrage. Und zwar if alle Texte array ist empty, also wenn sie leer ist, dann soll etwas ausgeführt werden. Wir wollen es aber genau umgekehrt, und zwar wenn sie nicht leer ist. Deswegen machen wir hier ein Ausrufezeichen davor, damit das dann quasi umgekehrt wird. Jetzt müssen wir das hier nur noch kurz hier wieder schließen, und damit sind wir dann eigentlich auch schon komplett fertig mit dieser App. Ich weiß, es ist eine kleine App, aber es ist ja trotzdem mal ganz interessant, wie sowas gemacht wird. Jetzt können wir diese App mal ausführen und schauen, ob das ganze Ding auch funktioniert. So, die App wurde jetzt ausgeführt, und ich werde jetzt hier einfach mal einige Einträge eintragen. Und zwar diese Mal werde ich ja Länder eintragen. Das mache ich mal, und dann stelle ich das raus, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die ganzen Länder hier eingetragen, und wir sehen einfach mal hier kurz, wenn wir hier drauf drücken, dann sehen wir hier jede Menge verschiedene Länder, die ich da eingegeben habe. Wir können hier auch noch mal mehr Länder hinzufügen. Hier können wir noch mal Estland und vielleicht auch noch Albanien. Und ihr seht, das wird hier alles übernommen. Wir können jetzt hier wieder auf Random drücken, und hier haben wir schon direkt Estland gesehen. Das heißt, es wird hier alles hinzugefügt und dann zufällig ausgewählt. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben oder meinen Kanal abonnieren. Da oben findet ihr mein letztes Video, wo ich gezeigt habe, wie man Widgets programmieren kann, in einer zweiteiligen Reihe sogar. Da unten könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da findet ihr meine Social Media Links, gerne abchecken und so. Fragen und Kritik und sowas natürlich alles gerne in die Comments. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao!